Lobbyregister. So geht der Demokratie ein Licht auf. Wir wählen Politikerinnen und Politiker, die unsere Interessen vertreten und gute Entscheidungen treffen sollen. Aber diese Entscheidungen treffen sie nicht allein. Sie lassen sich beraten und tauschen sich zu Themen aus. Mit Expertinnen, mit Bürgerinnen und mit professionellen Interessenvertretern. Das ist legitim und kann auch sehr sinnvoll sein. Problematisch ist es aber, wenn diese Absprachen im Geheimen stattfinden. In Berlin arbeiten ca. 6000 Lobbyisten. Niemand weiß genau, wie viele es sind, an welchen Plänen sie arbeiten und wie viel Geld sie dabei einsetzen. Oft ist sogar geheim, wer sie beauftragt hat. Doch die Arbeit von Lobbyisten betrifft uns alle. Rund 20 Jahre lang haben Konzerne und Industrieverbände zum Beispiel Lobbyarbeit für das TTIP-Abkommen gemacht, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr. Wir können etwas gegen diese verborgene Einflussnahme tun und endlich Licht ins Dunkel bringen. Mit einem verpflichtenden Lobbyregister. In anderen Ländern gibt es so etwas schon. Dort müssen sich alle Lobbyisten eintragen und an klare Regeln halten. Wer sich nicht daran hält, riskiert Strafen. Wir wollen, dass auch in Deutschland alle Lobbyisten offenlegen, wer ihre Auftraggeber sind, auf welche Gesetze sie Einfluss nehmen wollen, wie viel Geld und welche Mitarbeiter sie dafür einsetzen. So wird sichtbar, wer hinter umstrittenen Gesetzesvorhaben steckt, welche ehemaligen Politiker als Lobbyisten arbeiten und wie ungleich Interessen vertreten sind, gerade auch in finanzieller Hinsicht. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, der Parteien im Bundestag und sogar Lobbyistenverbände wollen ein Lobbyregister. Doch bislang wird das von CDU und CSU verhindert. Sie behaupten, ein Lobbyregister begrenze die Freiheit der Abgeordneten. Das ist falsch, denn das Lobbyregister erfasst keine Abgeordneten, sondern nur Lobbyisten. Es zwingt sie dazu, ihre Karten auf den Tisch zu legen. Dann können Bürgerinnen und Bürger sehen, wer welche Entscheidungen beeinflusst und sich rechtzeitig einmischen. Denn Demokratie braucht Fairness und Transparenz. Setze auch du dich dafür ein. Unterzeichne jetzt für das Lobbyregister. Klicke dafür auf Mehr dazu.